Hallo liebe Moonies und herzlich willkommen zu Sailor Moon, dem Podcast mit den Zauberkräften, Folge 18, jetzt weiß ich es wieder, yay. Ja genau, mit der Folge 35 und ich bin die Sailor Cat und Überraschung, mit dabei ist... Der Mad-Eye, hallöle! Wer hätte es gedacht? Und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Ja, der Mad-Eye hat jetzt nämlich auch andere Videos auf seinem Kanal, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich denke gerade daran, wenn wir dieses Video veröffentlichen, werde ich da aber wahrscheinlich schon an die 20 Videos alleine haben. Ja, okay, gut. Aber guckt trotzdem vorbei, weil ihr es noch nicht getan habt. Du kannst das überhaupt nicht empfehlen. Du hast noch nichts von mir geguckt. Ja, es ist bestimmt gut. Ach so. Man kann es sich ja mal anschauen. Ich habe ja nicht gesagt, dass es gut ist. Ich habe nur gesagt, schaut es euch an. Okay. Wie schon gesagt, ich habe es selber noch nicht gesehen. Aber werde ich noch machen. Vor allem, bis es hier veröffentlicht wird, wirst du es ja getan haben. Also, ja, das stimmt, das zählt. Ja gut. Ach ja, genau, da wir die letzte Folge ja überlegt haben, ob es den Starlight Tower, dieses Gebäude, wirklich gibt. Nein, ich habe gegoogelt, das ist eine Erfindung von Sailor Moon, gibt's nicht. Ich habe es mir auch bald gedacht, weil der sieht wirklich ultra freakig aus. Ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sowas in Tokio rumsteht. Andererseits ja, stehen da auch echt andere seltsame Sachen rum. Ah, okay, das kann gut sein. Ich sag nur, der Tokyo Tower, dieser nachgebaute Eiffelturm. Ja, also heute geht's halt nur um Folge 35 und das machen wir halt dann etwas ausführlicher. Warum, Mad-Eye? In dieser Folge wird im Grunde der ganze Mondplot erklärt. Wir nehmen dann auch noch Bezug zu der Folge 44. Wo der Mondplot dann endgültig in allen Einzelheiten auseinandergenommen wird. Das tun wir deswegen, weil die letzten drei Folgen werden wir dann in einer Folge behandeln und das machen wir jetzt so, damit die nicht ganz so ausufert. Ja, weil wir wollen halt das Finale quasi zusammen in einer Folge haben und deshalb machen wir jetzt ein bisschen ausführlicher den Mondplot, auch wenn es in dieser Folge noch gar nicht so krass ausführlich vorkommt. Ja, es wird, aber die wichtigsten Sachen werden halt schon erwähnt oder zumindest angeteased. Genau, fangen wir dann noch direkt an, oder? Genau, die Folge heißt auf Deutsch Die fünfte Sailor-Kriegerin. Und wir haben es ja in der letzten Folge schon erwähnt, ich sag's gerne nochmal, dieser Titel macht überhaupt keinen Sinn und es wäre viel sinniger gewesen, wenn der den Titel der letzten Folge gekriegt hätte und umgekehrt. Ja genau, also auf Japanisch heißt sie Erinnerungen kehren zurück, Usagis und Mamorus Vergangenheit. Und eigentlich nicht nur deren Vergangenheit, aber ja, es passt schon. Ja, vor allem deren. Ich meine, das ist ja die wichtigste. Die anderen teilen ja im Grunde mit denen fast nur dieselbe Vergangenheit. Das stimmt. Vor allem im Manga. Vor allem, hä? Was meinst du jetzt? Wegen den Chiteno. Und warte, ich muss ganz kurz... Ach so, ja. Klar. Ich muss ganz kurz unterbrechen, ich bin gleich wieder da. Okay. Dann schneid das am besten hier und ich mache jetzt einfach weiter. Ja, ja. Nee, das solltest du wirklich schneiden. Nee, ich schneid schon. Wenn du das drin lässt, ne? So. Dann, wegen der Chiteno, also. Ja, gut, da teilen sie sich auch was. An die habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber ich meinte jetzt, die Senshi teilen ja im Grunde ihre Vergangenheit mit Serenity. Ja, das stimmt. Und dann gehen wir mal direkt in Medias Res. Die Folge beginnt... Nee, warte, halt, ich habe in der Preview sagt, du sage ich hier wieder was anderes. Und zwar sagt sie hier nicht, eigentlich gar nichts dergleichen. Sie sagt aber, gebt mir Kraft. Also sie zählt die... Leute auf und sagt dann so, gebt mir Kraft statt im Namen des Mondes, bla bla bla. Ja, das stimmt. Das sagt sie im, das ist, stimmt, das gehört noch zur Preview, ne? Ja, ja, stimmt. Genau. Also es gibt insofern keine Preview, außer dass wir ein paar Bilder sehen aus der Folge, aber es wird nichts eigentlich Foreshadowing-mäßiges gesagt. Ach ja, und dann gibt's ja diesen Rückblick und das wird eigentlich alles von Luna gesprochen in dieser Folge und auch am Ende die Vorschau auf die nächste Folge wird fast nur von Luna gesprochen und ich denke, das hat man halt gemacht, weil Usagi in dieser Folge halt ziemlich, ja, da sagt sie dann auch was, aber also Luna fängt so an und dann sagt Usagi was, aber diese Vorschau, glaube ich, macht Luna fast allein oder doch allein. Wobei es nicht so wirklich Sinn macht, weil am Ende bekrabbelt sie sich ja wieder. Sie hätte ja die Preview auf die nächste Folge durchaus sagen können. Genau. Ah, interessant. Das wusste ich gar nicht mehr. Also im Deutschen zumindest macht's auch Luna. Also das, was an der Stelle kommt, wo vorher die Vorstellung gelaufen ist, ne? Und zwar hat Luna da einen ganz kuriosen Text.
Und zwar beschreibt sie so ein bisschen, was passiert ist, und dann sagt sie irgendwann diesen Satz: Der Regenbogenkristall hat auf Bunnies, also Usagis Tränen, reagiert und wurde zum, und jetzt kommt der komische Teil, zum imaginären Silberkristall. Ja, okay, das ist dann wegen dieser Übersetzung, weil dieses Illusionary, ich glaube, das wird auch manchmal mit Imaginary oder sowas irgendwas übersetzt. Also sowas wie, ja, denn dafür gibt es halt einfach kein deutsches Wort. Deshalb hat man das einfach magisch oder heilig im 90er-Anime genannt. Es wird auch nur an dieser Stelle so genannt, aber imaginärer Silberkristall kam mir schon als Kind seltsam vor. Ja, aber ich glaube, das wäre sogar zumindest eine relativ nahe Übersetzung. Aber es ist auf jeden Fall eine nicht zutreffende, weil er ist ja nicht imaginär, er ist ja schon wirklich da. Ja, nee, aber anscheinend heißt Maboroshi irgendwie sowas wie, ja, illusionsmäßig. Ist es komisch. Ich verstehe es auch nicht so ganz, aber das steht da halt immer so als Übersetzung. Okay, gut, dann lassen wir das einfach mal so stehen. Ja, die eigentliche Folge fängt dann genau, setzt dann quasi wieder genau da an, wo die letzte aufgehört hat, Die nämlich mit dem Mondprinzessin ist Erwachen von da. Serenity. Yay. Und ach so, das war eine der Folgen, die ich als Hörspielkassette hatte. Okay. Und deswegen kann ich mich an diesen Satz vom Anfang noch so gut erinnern, wo Makoto dann sagt: Was soll das heißen? Sailor Moon ist die Prinzessin, nach der wir so lange gesucht haben? Erstmal, ich kann mich so gut an den Satz erinnern. Der Satz an sich ist nicht weiter verwerflich, aber gesucht? Also, ich kann mich bis auf Ja. eine Situation nicht daran erinnern, dass sie je aktiv nach der Prinzessin gesucht hätten. Okay, gut, das stimmt allerdings, aber nee, ja gut, sie hätten halt keine Möglichkeit gehabt, wie hätten sie die suchen sollen, aber der Satz macht dann keinen Sinn. Und dann, was denkst du, wie viel Zeit ist jetzt ungefähr vergangen seit Folge 1? Das dürfte ein Vierteljahr gewesen sein. So viel? Also Also so zumindest, wenig? Ich meine, es wäre ein bisschen mehr. oder vielleicht ein bisschen mehr, weil es ist ja eigentlich so, dass, glaube ich, pro Staffel ein halbes Jahr vergeht, weil er im Laufe der Serie irgendwie. Also, wir wissen ja, dass Usagi 15 wird in Staffel 3 und deshalb geht man halt davon aus, dass jede Staffel ungefähr so ein halbes Jahr ist und da wir jetzt ungefähr die Hälfte haben, habe ich jetzt gedacht, ein Vierteljahr. Aber ein bisschen mehr Da, könnte es sein. dabei vergisst du aber, dass Staffel 2 ja eventuell komplett wieder bei Null anfängt, ne? Ja, gut, stimmt. Das ist ja. Der stimmt so strange. Also wir wissen, dass die Staffel angefangen hat im entweder späten Frühling oder frühen Sommer. Das sah man so an der Vegetation. Aber dann müsste Usagi ja zwischendrin eigentlich auch Geburtstag gehabt haben. Stimmt eigentlich, das ist ein bisschen Ja. komisch. Also es wird halt so Sinn machen, weil sie halt quasi dann in Staffel 3, also nach zwei Staffeln, einen Geburtstag hat. Und dann in der fünften Staffel werden sie 16 und gehen auf die Highschool. Also auf die Ja. Oberschule. Ja, wie gesagt, aber die erste Staffel kann man eventuell komplett ausklammern, weil bei Staffel 2 fängt ja alles wieder bei Null an. Na gut, dann weiß ich es nicht so genau, aber so ein paar Also Monate. wir wissen jedenfalls, es war irgendwann mal prinzipiell Sommer und es ist jetzt Herbst und in einigen Folgen ist Winter. Das wissen wir. Okay, gut, dann war es halt ungefähr so ein bisschen mehr als ein Vierteljahr, so ein paar Monate halt. Okay. Also ich meine, das ist das, was wir wissen. Und aber blöderweise wurde zwischendurch irgendwann mal was von Frühling gefaselt, was eigentlich nahelegt, dass noch ein Jahr mehr da drin steckt. Na, das Was kann die nicht Sache ein sein. bisschen seltsam macht. Ja, ich sag doch, das mit den Jahreszeiten klappt nicht so ganz manchmal. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass man in den Filler-Folgen nicht aufgepasst hat. Ja, ich denke auch. Ja, okay, gut. Dann machen wir doch direkt mal weiter mit der Folge. Ja, es wird jetzt quasi, es wird noch darüber gesprochen. Ja, dann war Mamoru wohl auch Tuxedo Mask. Das Ja. habt ihr erstaunlich schnell rausbekommen. Das stimmt. Und es war nicht Motoki. Verdammt! Hätte ich echt cooler gefunden, aber naja. Nee, cooler nicht, aber es Ja, wäre witzig nicht. gewesen. Es wäre so ein cooler Plot-Twist halt einfach gewesen. Ja, dann kommt Zeusalt und sagt: Oh, die Prinzessin ist erwacht. Dann werde ich sie jetzt erledigen und den Silberkristall an mich nehmen. Und greift Serenity an. Und ich muss dazu sagen: Blöder Einfall. Ja, aber hey, er springt mal über seinen Schatten und macht was. Das stimmt. Dass er sich das überhaupt traut. Ja, ich auch schon letzte Folge, aber auch diese. Aber ja, natürlich dumme Idee, aber ich glaube, er weiß halt einfach nicht, wie krass der Silberkristall ist.
Weil es ist ja wirklich so, sie nimmt den einfach nur einmal in die Hand und sprengt Zeus halt quasi weg. Ja gut, allerdings, ich glaube, der Grund wird sogar genannt, zumindest im Japanischen. Er denkt, dass Serenity den Silberkristall noch nicht so wirklich benutzen kann. Aber er unterschätzt sie da so ein bisschen. Also im Deutschen fällt der Satz auch, aber da wird er von Kunz halt gesagt. Okay. Ja gut, kann auch sein, aber auf jeden Fall denke ich mal, das ist der Grund. Was mich irritiert an der Szene, es ist doch ein Gesetz in der Welt von Sailor Moon, dass der Silberkristall abhängt, also die Kraft des Silberkristalls ist gekoppelt an die Stärke von Usagis Herz. Ja. Und in dem Moment ist sie halt irgendwie so weggetreten. Sie ist total am Boden zerstört gerade, also müsste der Silberkristall gerade eigentlich am schwächsten sein, also so schwach wie er überhaupt sein kann. Ja, gut, das stimmt, aber das ist ja auch der einzige Anime. Ja, da gelten einige Regeln nicht ganz. Wobei in den Ja. Schlüsselfolgen gelten die Regeln ja meistens doch. Das ist komisch, aber es wird halt im 90er Anime gar nicht so wirklich gesagt, dass der Silberkristall mit ihren Gefühlen in dem Herz zusammenhängt. Aber vielleicht ist es ja auch, dass quasi bei starken Gefühlen, dass dann der Silberkristall reagiert, weil er hat ja jetzt gerade auch auf ihre starke Trauer reagiert und ist dadurch erschienen. Also ich könnte mir das so vorstellen. Ist das jetzt diese Harry Potter-Logik? Trauer und Liebe sind dasselbe? Nicht dasselbe, aber es ist halt beides stark. Das Ich meine, meinte ich halt jetzt. gibt's ja bei Harry Potter auch, aber wenn wir darauf noch eingehen, dauert das hier Stunden. Ja, also ich meinte halt jetzt, es sind beide quasi starke Emotionen und es muss jetzt nicht immer nur die Liebe oder irgendwas Positives sein. Ich könnte mir halt schon vorstellen, dass der Silberkristall auch auf negative starke Gefühle so krass reagiert. Kann ja sein. Ja, man könnte natürlich die Logik aufbauen, dass Trauer tatsächlich ein Bestandteil von Liebe sein muss, weil ohne Liebe kann es auch keine Trauer geben. Und wo wir gerade davon reden, ja gut, sie hat ja jetzt quasi erkannt, dass der halt Tuxedo Mask Mamoru ist und ich kann mir halt vorstellen, dass jetzt ihre Liebe auch noch so ein bisschen gewachsen ist, weil vorher war es ja mehr so ein Schwärmen, ach, Tuxedo Mask sieht ja so gut aus und sowas und jetzt wird's halt ernster. Und vielleicht, da er halt jetzt verletzt wurde, vielleicht ist er da erst jetzt so klar geworden, wie wichtig er ja eigentlich ist. Kann ja auch sein. Wie ist überhaupt deine Meinung? Sehen wir hier in der Szene überhaupt Usagi oder ist das nur quasi das Echo von Serenity? Und Usagi ist gerade komplett in den Hintergrund getreten. Boah, darüber habe ich jetzt noch nie so nachgedacht. Es Weil könnte eigentlich beides sein. sie bewegt sich ja auch so ein bisschen zombiehaft. Also ich habe hier immer das so interpretiert, so in diesen paar Minuten, kurz nachdem sie erwacht, ist sie quasi nur noch Serenity. Und Usagi ist für den Moment so ein bisschen im Hintergrund und dann im Laufe der nächsten paar Minuten verschmelzen die beiden dann so zu einer Person. Ja, das würde ich aber auch so interpretieren, wenn ich so drüber nachdenke. Aber danach, also jedes Mal, wenn sie dann Serenity ist, ist sie quasi schon wieder sie selbst. Ich meine, wir sehen sie ja leider viel zu selten in dem Kleid. Ja, stimmt. Aber gut, also sie haut Zeus halt quasi so mit einem Wimpernschlag zur Seite, um in Ruhe weiter Tuxedo Mask betrauern zu können, der aber anscheinend noch lebt. Also zumindest kann er noch sprechen. Okay. Und dann fällt auch sofort der Name, den wir vorher noch nie gehört haben, nämlich Serenity. Ja, da genau, das stimmt, daran erinnere ich mich. Und dann fällt dir wieder ein, stimmt, ich war früher Serenity. Und er sagt auch, er war in Dymion. Und jetzt fällt Genau. ihr alles wieder ein. Wir erfahren leider jetzt noch nicht so wahnsinnig viel über die beiden. Aber was wir ja später erfahren werden, ist, dass die beiden ein Liebespaar waren. Und ich glaube, im 90er Anime war das noch nicht mal eine verbotene Liebe, oder? Im 90er-Anime nicht. Da wurde es zumindest nie erwähnt. Und zumindest war Serenity, die Ältere, glaube ich, auch relativ einverstanden damit und fand das sogar gut. Ich glaube auch, ja. Wir sollten uns überhaupt jetzt auf den Begriff einigen, weil es in den nächsten paar Folgen bis zum Ende der Staffel verwirrend sein könnte, von wem wir reden. Wenn wir nur Serenity sagen, meinen wir die Prinzessin, oder? Ja, also bei der Älteren, also ihrer Mutter aus dem alten Königreich, sage ich eigentlich immer Queen Serenity. Und, oder halt nur Queen, und wenn es dann um die zukünftige geht, Neo Queen. Okay, ja, das können wir so festhalten. Dann, okay. Normalerweise sage ich immer Serenity, die Ältere. Okay, ja, Aber das versteht man auch, kannst du so machen, wie du willst. ja, gut. Aber nur Serenity ist für mich schon die Prinzessin. Gut, und dann sehen wir einen kleinen Rückblick, wo wir auch das erste Mal Endymion im Endymion-Kostüm sehen. Wo ich mich immer gefragt habe, was ist das für ein Kostüm?
es sieht so ein bisschen militärisch angehaucht aus, so als sollte es so eine Art Rüstung sein, ne? Ich dachte auch immer, dass es eine Rüstung wäre. Also er hat eindeutig Schulterplatten, aber wir werden später sehen, dass ihm das Ding einfach nur überhaupt keinen Schutz bietet. Ja gut. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Uniform mit Schulterplatten. Ja, ich denke auch. Jetzt für mich war es mehr so irgendwie eine Rüstung, aber halt jetzt auch nicht so eine richtig krasse Rüstung. Sieht auf jeden Fall, ist auch, glaube ich, das beste Kostüm, wenn ich so vergleiche, was es sonst für Endymion-Kostüme gibt. Ja. Ich glaube, das schlimmste Endymion-Kostüm ist das in PGSM. Ja, das ist wirklich ein bisschen, naja. Das sieht halt so ein bisschen wirklich so aus, als hätte man den Disney-Print aus den 50ern einfach genau so nachgebaut. Inklusive der völlig überladenen Schulterklappen. Genau, daran dachte ich auch gerade so, der Cinderella-Prinz zum Beispiel. Genau. Und einfach 1:1 nachgebaut, ohne dran zu denken, dass das in echt doch ganz anders aussehen müsste. Ja gut, das stimmt schon. Ich meine, es finde ich ganz schlimm bei PGSM, wenn das Endymion-Kostüm zu sehen ist. Vor allem, es gibt da nachher ja auch noch das schwarze Endymion-Kostüm, was noch schlimmer ist. Also mir ist das zwar gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, und ist nicht das Kunstzeit-Kostüm in PGSM auch so ähnlich? Nee, der hat auch die ganz normale Shiteno-Uniform, der hat nur diese extremen Schulterpolster da drüber und den sehr auffälligen Umhang. Okay, ich dachte, aber abgesehen von dem Umhang, also diesem Umhangteil, hat er tatsächlich das ganz normale Shiteno-Outfit. Ich dachte, die haben da immer so ein bisschen was Individuelleres, aber ich weiß gerade nicht mehr. Sowohl Jadeite als auch Kunstzeit tragen prinzipiell die Uniform, die sie auch im Anime tragen. Plus ein paar Zusätze eben, wie bei Kunst halt dieser extrem auffällige Umhang. Ja, ich habe hier gerade Bilder, Nefret hat auch einen Umhang. Und also die haben halt andere Farben immer und noch irgend so ein extra Ding. Ja, aber Jadeite und Kunst halt haben halt auch dieses schwarze Grundkostüm, was dann noch upgegradet ist. Okay. Ich habe hier leider gerade kein Bild von Kunst halt, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Genau, wir reden ja jetzt nicht über PGSM. Ja, genau. Also, die beiden waren ein Liebespaar. Er von der Erde, sie vom Mond. Es gab also das Königreich auf dem Mond. Und eins auf der Erde, und er ist halt der Prinz der Erde und sie ist die Prinzessin des Mondes. Genau, es gab also beides, waren jeweils nur ein Königreich, und der Mond in dieser Version ist einfach nur ein ganz normaler Planet, in Anführungsstrichen, ne? Ja, also zumindest in einem Musical wurde das so erklärt, in La Reconquista, dass da so eine Kuppel drüber ist, damit die da auch irgendwie atmen können und keine Ahnung, da ihre Kultur irgendwie drunter haben. Ja. In PGSM ist da auch eine Glaskuppel drüber. Ach so, ja, okay. Ja, also damit hätten wir das auch geklärt, weil sich das schon jemand immer gefragt hat. Aber sowohl im Manga als auch im Anime ist nie die Rede davon. Also da ist es einfach ein ganz normaler Planet und hat auch Atmosphäre und alles, was dazu gehört. Ja, genau. Aber gut, die Details, was Atmen und Gravitation und Luftdruck, das darf man bei Sailor Moon nicht so genau nehmen. Das stimmt allerdings. Und in dieser Szene sehen wir jedenfalls, dass die Spieluhr anscheinend ursprünglich von Serenity kam. Okay, ich habe das jetzt so interpretiert, dass Endymion ihr die gegeben hat, aber man hat das halt nicht gesehen und sie hat sie jetzt schon bekommen und guckt sie jetzt so ganz verliebt an oder sowas. Also für mich sieht das so aus, weil es auch eine Anspielung auf das Bild von Yumemi Yumino ist, wo ja auch er, also auf dem Bild kriegt ja er etwas von ihr. Und ich finde auch in dieser Szene sieht es eher so aus, als ob er die Spieluhr von ihr bekommt, die dann später auf der Erde wieder hat und sie quasi so über das Eck zurückgibt. Ach so, das kann natürlich auch sein. Das ist mir aber auch erst, als ich das hier nochmal angeschaut habe, aufgefallen. Mir ist vorher nie aufgefallen, dass die Spieluhr in dieser Szene überhaupt vorkam. Ja, mir auch nicht. Damit endet dann dieser kleine Rückblick. Luna und Artemis werden später noch etwas ausführlicher über das Mondkönigreich reden. Was wir hier allerdings auch schon sehen, ist, irgendwas Schlimmes ist dann passiert. Und wahrscheinlich ist Endymion dabei gestorben, verletzt worden. Jedenfalls war er weg und Serenity hat ihm so panisch hinterhergerufen. Genau. Im Anime da kommen wir später zu. Jedenfalls danach sagt sie ein paar Mal Endymion, und das ist jetzt das, was ich meine, wo sich quasi die Persönlichkeiten so ein bisschen verschmelzen, und danach ist sie ja auch wieder Sailor Moon und nicht mehr Serenity. Ja. Und ist erstmal weggetreten. Und Mamoru, beziehungsweise Tuxedo Mask, ist auch bewusstlos. Dann
wird kurz drüber gesprochen, ja, was ist mit ihr los? Ist sie verletzt oder was? Und Venus fühlt kurz ihren Puls und sagt, ach, sie ist nur bewusstlos geworden. Ach nur, kein Grund zur Sorge. Ich habe mir nur geschrieben, ein Glück, dass Dr. Venus genau weiß, was los ist. Also Minakos Doktorfähigkeit in Anführungsstrichen sehen wir in einer späteren Folge nochmal. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Und sie ist gefühlt die Person auf dem Planeten, die am wenigsten dafür geeignet ist. Meinst du? Ich finde Chibiusa ist noch schlimmer. Ja gut, aber Minako ist schon auch sehr, sehr, sehr schlimm. Also gut, wenn wir Usagi also Minakos Pflege überlassen, ist sie so gut wie tot. Ja. So, aber sie schafft es ja hier trotzdem. Interessant finde ich in dieser Szene noch, dass Rei sich tatsächlich für Mamoru interessiert und ansonsten kaum jemand. Okay. Was aber auch Sinn macht, weil sie ja als Einzige eine tiefere Beziehung zu Mamoru hat. Jetzt rappelt sich Zeusalt wieder auf und Kunzalt kommt dazu. Der kommt ganz schön spät. Ja, stimmt. Was hat er eigentlich die ganze Zeit gemacht? Ich meine, er hätte ja eigentlich nur die Splitter irgendwo hinbringen sollen und dann hätte er gleich wiederkommen können, um zu schauen, ob da auch alles passt. Ja gut, er hat die Splitter weggebracht, wollte sie wahrscheinlich zu Beryl bringen und dann sind die Splitter auf einmal losgeflogen. Ah ja, okay, stimmt. Und dann hätte seine Handlung eigentlich sein müssen, sofort hinter den Splittern her. Ja. Aber er kommt jetzt relativ spät und jetzt erklärt Zeusalt erklärt ihm, was hier eigentlich passiert ist und dass Sailor Moon die Mondprinzessin ist. Genau. Und jetzt sagt Kunz halt so, dann müssen wir halt den Silberkristall an uns nehmen, aber die ziehen sich erstmal zurück, weil die Senshi sind auf Krawall gebürstet. Mhm. Ich muss gerade ein bisschen vorspulen, also er haut die einmal alle weg und dann wird Tuxedo Mask entführt und die beiden ziehen sich zurück. Beziehungsweise ich vermute, Beryl hat sie zurückgerufen. Ach ja, stimmt, da wollte ich auch noch was erwähnen. Und zwar, wir haben gesagt, dass die zwar eine Manga-Vorlage irgendwie haben, aber das hat halt fast nichts mehr damit zu tun. Was aber gleich ist, Tuxedo Mask schmeißt sich vor Sailor Moon, wird getroffen, Sailor Moon weint und die Träne wird zum Silberkristall und dann wird Mamoru von den Feinden entführt und sie erinnert sich halt an alles und wird zur Mondprinzessin. Das ist das Einzige, was im Manga noch gleich, also was vom Manga irgendwie gefühlt noch gleich ist. Aber gut, red erst zu Ende. Ich wollte noch sagen, und noch eine spätere Szene, aber dazu kommen wir dann noch, wenn es soweit ist. Also, was mir aufgefallen ist, also die Träne wird zum Silberkristall, das ist ja in der letzten Folge passiert, und in dieser Szene tropft so eine Träne auf Tuxedo Mask und dann wird er wach. Also es ist natürlich im Manga so, dass der Silberkristall sich nicht aus den Regenbogenkristallen zusammensetzt, weil die gibt's da ja nicht. Ist der Silberkristall einfach nur diese Träne. Ja, und er war quasi in Usagi drin. Und was dann passiert, der Silberkristall spaltet sich in zwei Teile, nämlich mit einer zweiten Träne, die dann in Tuxedo Mask, beziehungsweise ich glaube zu dem Zeitpunkt ist es schon Endymion, versinkt. Und deswegen kann er nicht seine volle Kraft entfalten. Deswegen ist das wieder so eine Szene, wo diese zweite Träne irgendwie noch da ist, aber keine Bedeutung mehr hat. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, dachte ich auch gerade dran. Die ist irgendwie noch drin geblieben, aber sie hat im Anime keine Bedeutung mehr. Das ist irgendwie schade. Ja gut, dafür haben sie das mit dem Silberkristall hier anders gelöst. So, jetzt wird quasi drüber gesprochen, das ist ein furchtbares Unglück, dass die Prinzessin jetzt da ist und dass sie auch noch den Silberkristall hat. Und eigentlich ist das der Moment, wo Beryl einpacken könnte. Ja. Also wenn sie zumindest, sie weiß ja noch nicht, dass die Sache ein bisschen komplizierter ist. Eigentlich müssten sie jetzt davon ausgehen, okay, das war's, wir haben verloren. Ich meine, sie weiß ja, wie das beim letzten Mal ausgegangen ist. Ja, aber damals hat ja Serenity an sich ja eigentlich, also die Prinzessin nicht gekämpft. Aber die Queen eben, also nur die Queen hat halt gekämpft. Aber Serenity an sich war ja damals eigentlich keine Kämpferin. Zumindest haben wir das nicht gesehen. Das ist richtig, aber die Queen hat im Alleingang alles aufgeräumt. Ja, das stimmt. Aber die gehen halt jetzt noch irgendwie davon aus, dass die Princess den Kristall nicht so ganz benutzen kann. Was genau. Ja momentan teilweise irgendwie auch stimmt, aber halt nicht, kann ihn halt schon benutzen. Genau, Kunz halt sagt auch genau das. Er sagt nämlich auf Deutsch, sie ist wieder erwacht, aber sie kann mit dem Silberkristall noch nicht richtig umgehen. Wir müssen uns jetzt schnellstens darum kümmern, dass wir den Silberkristall bekommen. Und dann sagt sie so, ja, ich vertraue dir nochmal. Und dann wendet sie sich Zeusalt zu. Tja, dem sie jetzt nicht mehr vertraut.
Und sagt dann, bist du auf dein Ende vorbereitet? Und Zeusheit will sich nochmal entschuldigen und will noch eine Chance haben. Und selbst Kunzheit will ihn noch verteidigen, so nach dem Motto, ich übernehme die volle Verantwortung. Aber Beryl ist ziemlich unversöhnlich und sprengt Zeusheit einfach weg. Also, ja. Sie löst so eine Explosion auf, die ihn einfach wegbläst. Ich frag mich halt hier, was ist denn mit dem ewigen Schlaf passiert? Weil das hat sie ja bei Nephrite nochmal erwähnt, aber hier anscheinend nicht. Ja, was mit dem passiert ist, ist ganz einfach. Der ist zu gut für Zeusheit. Auf Zeusheit ist sie ja jetzt richtig sauer. Weil er hat ja, ja gut, offene Befehlsverweigerung begangen. Das stimmt, das und er hat halt auch voll verkackt, was die Splitter angeht. Und die Mondprinzessin. Und wird deswegen jetzt einfach mit so einem Todesangriff bestraft, weil der geht ein bisschen langsamer, also da geht das Sterben nicht ganz so schnell. Ach so, okay, gut, ja. Das ist so meine Erklärung dafür. Ja gut, also er hatte jetzt eigentlich nicht wirklich viel dafür gekonnt, also er wusste das halt nicht mit den Splittern und der Prinzessin, aber die Befehlsverweigerung war jetzt auch nicht so ultra cool. Er fetzt den einfach weg und Kunzheit ruft noch, nein! No. Es ist wirklich traurig. Ja, es wird nachher noch trauriger, aber die Szene, ja. da muss ich immer, das ist so, no! Ja, gut. Für die, die Star Wars Episode 3 kennen. Nee, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ja, und dann geht's wieder runter zu dem Kokon mit dem großen Herrscher und er heißt endlich nicht mehr großer Herrscher. Wir erfahren jetzt zum ersten Mal den Namen Queen Metallia. Ach ja, falls es jemand nicht weiß, denn die vom Dark Kingdom und eigentlich auch fast alle anderen Bösewichte sind nach Mineralien benannt. Also sowas wie den Nephlit und den Kunzit und sowas, das sind alle Steine. Beryl auch. Und sind ja, Metallia ist halt Metall. Das sind, glaube ich, Schmucksteine. Ach ja, wo du das erwähnst, es gibt tatsächlich Silberkristalle, ne? Das sind allerdings keine Edelsteine, sondern das ist wirklich kristallines Silber. Das ist krass. Sieht nur ziemlich seltsam aus. Das sind meistens so längliche, verwurzelte Kristallformationen. Sieht nicht besonders schön aus, glitzert aber ganz hübsch. Hui. So, genau. Metallia will irgendwas von Endymion. Ja, wir wissen nur nicht was. Ja, wir wissen, also, sollen wir es jetzt schon mal abschließend sagen? Wie das bei Beryl ist, oder wie? Ja, das ist ja so. Im Manga ist ja Metallia sowieso eher... Also bis zu dem Punkt, wo sie dann wirklich erwacht, ist Metallia ja so eine eher ungenau umschriebene Macht. Die hat keinen klaren Willen, die will einfach nur alles verschlingen. Die ist jetzt nichts, was so Pläne schmiedet oder sowas tut, sondern Metallia ist einfach diese große, unkontrollierte, dunkle Energie. Genau. Und die eigentliche Pläne-Schmiederin und die eigentliche Herrscherin ist ja Beryl, die sich mit Metallia verbündet hat. Metallia ist stärker. Mhm. Aber Beryl versucht aus der ganzen Nummer Kapital zu schlagen und Beryl will eigentlich herrschen. Ja, und sie will im Manga eigentlich auch quasi Metallia dann hintergehen und sie nur benutzen. Zumindest war das ihr Plan, was dann nicht so ganz funktioniert. Ja, dank Venus. Ja, das stimmt. Und es ist ja so, Beryl ist auch eine wiedergeborene Erdenbewohnerin und war sie, glaube ich, sogar die Verlobte von Endymion? Das ist, ich glaube, das ist im Manga nicht, aber in manchen Musicals ist das vor allem so. Also sie ist auf jeden Fall eine Erdenbewohnerin, die halt Endymion kannte. Und auf jeden Fall auch in ihn verliebt war und ich glaube, genau. Ich glaube auch im Manga wird irgendwo erwähnt, dass Endymion zumindest Gefühle für Beryl hatte, bevor er das erste Mal Serenity gesehen hat. Zumindest wird so ein bisschen leicht angedeutet. Ich glaube, da war was. Kann auch sein, dass das nur in Crystal ist. In Crystal ist es auf jeden Fall. Okay, ja, das kann sein. Also auf jeden Fall ist halt im Manga eigentlich das der Grund, warum Beryl jetzt Endymion unbedingt haben will, weil sie halt in den immer noch verliebt ist. Aber hier haben wir diesen ganzen Plot leider nicht. Ja, das beziehungsweise doch haben wir und dann wieder nicht. Das ist ganz komisch. Also der Grund, warum hier Endymion entführt wird, also im Manga wird er entführt, weil sie glauben, in ihm steckt jetzt der Silberkristall drin. Das ist der erste Grund. Ja, okay, stimmt, ja. Aber es ist halt dann auch später, weil halt Beryl Endymion quasi besitzen möchte. Genau, das ist so der zweite Grund. Und genau. Und hier will Metallia ihn aus irgendeinem Grund haben. Wir erfahren nie warum. Und das wird so als der Grund geliefert, warum er entführt wird. Also Metallia, quasi ein unbekannter Grund oder was?
Ja, weil also Metallia hat keine Motivation, warum sollte sie ihn haben wollen? Das Einzige, wofür sich Metallia interessiert, ist Macht. Und die kriegt sie durch ihn Eben. nicht. Ja, also das war das, was ich halt meinte, dass das nicht aufgeklärt wird, warum die jetzt Endymion unbedingt haben wollen und dass es keinen Sinn macht. Ja, aber in der Folge 44, wo diese ganze Mondkönigreichsgeschichte aufgegriffen wird, sagt Beryl zu dem früheren Endymion, du könntest auch Herrscher über Erde und Mond werden, wenn du mich heiraten würdest. Da ist es Wirklich? komischerweise wieder drin, zumindest in der deutschen Okay. Fassung. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, aber das kann sein. Also da ist es komischerweise wieder drin, deswegen verstehe ich nicht ganz, also da waren sie sich nicht ganz einig, was sie jetzt machen wollen. Naja, vorläufig, Metallia hat jetzt Taxidomask, beziehungsweise Mamoru, beziehungsweise Endymion. Genau. Ich glaube, in nächster Zeit wird er nur Endymion heißen, deswegen bleiben wir da erstmal bei. Okay, gut. So, und dann haben wir die Sterbeszene von Zeuseit. Oh. Kunzeit bringt Zeuseit, also die Szene fängt an, dass sie schon da sind, zu so einer Art, ja, sag mal, Bett oder zumindest irgendwas, wo Zeuseit drauf liegen kann. Und ich versuche jetzt mal zusammenzureimen, wie es im Deutschen geht, die Szene. Also Zeuseit liegt quasi im Sterben, man sieht keine Verletzungen, aber er stirbt offenbar. Und er sagt dann sowas wie: Ich kann mir was Schlimmeres vorstellen, als unter deinen Augen zu sterben. Oh. Und äußert dann einen letzten Wunsch, der im Deutschen etwas komisch formuliert ist. Ist Zeuseit möchte. aber im Japanischen genauso formuliert. Also Zeuseit möchte in Schönheit sterben. Okay. Also im Japanischen heißt es, er möchte schön sterben, aber damit ist halt nicht gemeint, dass er selber schön sein will, sondern dass halt die Umgebung schön sein soll, quasi. Was halt dann Okay, auch passiert. ich hab immer gedacht, das muss ein Übersetzungsfehler sein, weil Nee, so ist macht's es keinen nicht. Sinn. Ist es nicht. Wobei, das weißt du nicht, es kann ja auch der Untertitel falsch sein, ne? Also er hat halt irgendwas mit Kirei gesagt, was schön heißt. Ja gut, irgendwas mit schön passt ja auch. Ja. Also es stand halt so in den Untertiteln. Jedenfalls bringt Kunzeit, ich weiß nicht, ob er Zeuseit jetzt an einen anderen Ort bringt oder ob das eine Illusion ist. Ich dachte einfach nur, es wäre eine Illusion. Ja, ich denke auch, Illusion macht am meisten Sinn. Und die sind Ja. jetzt umgeben von lauter Blumen und es wehen. Und es gibt ja dieses Motiv, dieser Kirschblütenregen, den gibt es ja Ja. im. Bayaruka und Michiru. Ja, den gibt es ja generell in Animes relativ oft, was ja an dieser japanischen Kirschblütenzeit liegt, wenn diese ganzen Kirschbäume diese rosa Genau. Blüten tragen und die auch wie bescheuert überall hin verstreuen. Und irgendeine Bedeutung hat dieser Begriff Kirschblütensturm auch noch und der hat, glaube ich, sogar eine relativ blutige Bedeutung. Ich weiß nur nicht genau welche, aber der Begriff fällt manchmal in so Samurai-Filmen auch. Okay, also ich weiß jetzt nicht genau warum, aber es gibt im Manga Prinzessin Sakura. Und Sakura heißt halt Ich würde Kirschblüte. sagen, Da das heißt auch irgendwas mit Kirsche. hat sie ein Schwert namens Chi Sakura und das bedeutet irgendwie so Blutkirsche. Vielleicht ist das so ein bestimmter Baum, ich weiß es nicht. Also ich erinnere mich jedenfalls, das war mir auch aufgefallen bei, ich suche jetzt etwas, was du kennst, Assassination Classroom. Da gibt es ja diese Okay. Kyoto-Folge, Daran erinnere ich mich jetzt nicht mehr so ganz. wo auf einmal Koro-Sensei im Samurai-Kostüm irgendwas vom blutigen Kirschblütensturm faselt bei dieser Theatervorführung. Fun Fact, Rei hat in PGSM einen Song namens Sakura Fubuki und das heißt eben Ja, Kirschblütensturm. das wäre jetzt das nächste gewesen. Die Folge habe ich nämlich kürzlich gesehen. Ich Ah, bin gerade okay. dabei, mir PGSM nochmal komplett anzugucken. Sollte ich auch nochmal machen. Aber ja, schreibt's in die Kommentare, falls ihr euch da besser auskennt. Würde mich auch interessieren. So, und dann gibt es eine Szene, die ich sehr schön finde. Also nachdem Zeuseit dann verschwindet, dreht sich Kunzeit einmal so dramatisch um. Man sieht seinen Rücken und der Mantel flattert so. Ja. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie in dieser Szene so interpretiert, er ist jetzt vollkommen leer. Jetzt will er nur noch Rache. Ja. Das ist auch so. Er geht auch Also, ab es da ist wirklich wesentlich brutaler traurig. vor. Also, Zeuseit ist ein Riesenarschloch in dem 90er-Anime, aber die Szene ist halt wirklich mega traurig. Ich weiß gar nicht, wer mir mehr leid tut, Zeuseit oder Kunzeit. Ja, stimmt. Können einem beide schon wirklich leid tun. So, jetzt gibt's mal wieder was Lustiges. Okay. Oder, na, was Lustiges. Also, wir haben jetzt die Szene, die Senshi haben, die sind ja in dieser komischen Höllendimension.
irgendwie gelandet. Und jetzt ist Armin natürlich dabei, einen Ausgang zu suchen. Und wir haben in der letzten Folge erwähnt, die Brille sah komisch aus, weil irgendwie die abgerundete Ende oben war. Und jetzt sieht sie richtig rum aus. Interessant, das ist komisch. Vielleicht gab es irgendwie andere Zeichner in der letzten Folge, die keinen Plan von nix hatten. Also in der letzten Folge sah sie wirklich aus, als hätte sie die Brille einfach falsch rum aufgesetzt, mit der geraden Seite auf die Nase gesetzt und die abgerundete Seite war dann auf der Stirn, was total seltsam aussah. Okay. Jetzt ist die Brille halt richtig rum, jetzt sitzt sie halt wirklich auf der Nase. Und dann sagt Ami etwas, was ich schönstes Techno-Bubble nenne. Und zwar, sie sucht da einen Ausgang und sagt, wir sind hier in einer geschlossenen Zahlendimension. Diese Dimension ist nicht mit dem dreidimensionalen Raum verkoppelt, sondern mit dem zweidimensionalen Raum. Und zwar über die Nulldimension, was bedeutet, dass Plus und Minus umgekehrte Gültigkeit haben. Ja, und dann Makoto, also sie sagt es jetzt nicht wortwörtlich, aber sowas wie, kannst du das auch nochmal auf Deutsch sagen? Nee, ich glaube Luna sagt dann, das klingt aber kompliziert, da müssen wir dir wohl einfach vertrauen. Ich glaube, dass es irgendwie Makoto war, die dann irgendwie sowas sagte wie, ja, kannst du das auch mal auf weniger kompliziert sagen? Nee. Aber vielleicht täusche ich mich auch gerade. Nee, Makoto sagt danach nur, und Usagi ist Entschuldigung. Usagi ist übrigens ziemlich schwer, weil sie trägt Usagi, die ja immer noch weggetreten ist. Ich glaube mich zu erinnern, dass Makoto sowas sagt, aber kann auch sein, dass ich mich gerade irre. So, aber ich werde mal dieses Techno-Bubble von Ami ein bisschen entzaubern. Ja. Also, dreidimensionaler Raum, muss ich nicht erklären, ist unser ganz normaler Raum. Also, das Ganze, der Satz macht keinen Sinn, aber ich versuche das mal so ein bisschen auseinander zu dröseln. Wenn wir jetzt mal an Gleichungen denken, dann ist es ja so, dass eine Gleichung eine Exponentialgleichung zweiten Grades tatsächlich auch zwangsläufig, glaube ich, durch den Ursprung. Nee, sie läuft nicht zwangsläufig durch den Nullpunkt. Genau. Eine drittgradige Gleichung läuft zwangsläufig durch den Nullpunkt, zumindest durch den Nullpunkt auf einer Achse. Eine Gleichung zweiten Grades tut das nicht, aber in einer Gleichung zweiten Grades haben Minuswerte umgekehrte Gültigkeit, weil sie quadriert werden und dadurch positiv werden. Stimmt. Also es ist nicht vollkommen erstunkenes Techno-Bubble, aber so richtig Sinn machen tut's nicht. Wow, das habe sogar ich kapiert, die keinen Plan von Mathe hat. Ich auch nicht. Also das ist das Höchste, was ich so gerade an Mathe hinkriege. Ja. Und auch nicht mehr wirklich, also anwenden könnte ich das nicht mehr. Ich weiß nur noch, da war so was. Ich bin einfach so froh, dass ich irgendwie durchs Mathe-Abi gekommen bin. Ach ja. Ja gut. Also das zumindest zu dem Deutschen. Ich weiß nicht, ob das, was sie im Japanischen sagt, ein bisschen mehr ist. Nee, das sagt eigentlich ziemlich das Gleiche. Und jetzt sehe ich es gerade zufällig, weil ich an der richtigen Stelle angehalten habe. Makoto sagt nur, könntest du dich vielleicht einfach etwas beeilen? Weil ach so. Usagi ist halt ganz schön schwer. Okay, dann sagt sie das. Okay, gut. Ich hatte nur noch im Kopf, dass Makoto irgendwas sagt. Und kaum sagt sie, dass Usagi ganz schön schwer ist, wobei, wie schwer glaubst du, ist Usagi? Nicht schwer, da sie am Anfang der Serie laut Internet 1,50 ist. Und sie sieht ja auch ziemlich dünn aus. Und sagen, sie ist 1,50, sie ist 14 und ziemlich dünn. Ja. Also sie, so wie sie aussieht, ist sie vermutlich tendenziell untergewichtig. Also würde ich sagen... Und Makoto ist die stärkste Frau, die ich kenne, von der Stärke her. Sagen, nachdem sie den Roboter des Teufels einfach hochgehoben hat. Ja, nachdem sie so doppelt so schweren, doppelt so großen Typen mit einer Handbewegung irgendwie so rumgeschleudert hat. Wobei es ist tatsächlich ein wesentlicher Unterschied, ob du etwas hebst, einmal kurz hochhebst oder wirklich längere Zeit trägst, ne? Ja, gut, aber ich denke, Makoto dürfte sowas eigentlich hinkriegen. Wobei sie auch selbst eigentlich, also sie ist zwar groß, aber auch sie ist eigentlich ziemlich dünn. Also von ihrer Kraft sehen tut man da eigentlich nicht viel, außer wenn sie anwendet. Ja, das stimmt. Also sie ist jetzt nicht ziemlich muskulös oder so, wo man fast sagen muss, Gott sei Dank, weil muskulöse Anime-Frauen sehen irgendwie immer sehr seltsam aus. Ja, da bin ich eigentlich auch relativ froh. So, Usagi wird wach. Also Sailor Moon, muss man ja sagen, weil sie sind ja die ganze Zeit, ich glaube in dieser Folge sind sie nonstop in Senshi-Form. Ich glaube auch, ja. Also, sie wird wach und sagt sofort, wo ist Tuxedo Mask? Und Rei versucht so ein bisschen so, ist so ganz klein laut, es ist leider unseren Feinden gelungen, ihn zu entführen. So, als müsste sie sich dafür entschuldigen, so klingt sie im Deutschen.
Ja, genau, und dann sage ich erstmal so, oh mein Gott, ist er tot? Und dann sagt Ray laut so, nein, er lebt, aber ja, wir haben den halt verloren. Also er ist halt entführt worden. Wobei sie eigentlich auch nicht wissen können, dass er noch lebt, weil er war schwer verletzt und damit zu rechnen, dass die ihn jetzt ärztlich versorgen kann, man ist eigentlich nicht wahrscheinlich, ne? Ja, das stimmt eigentlich. Also, Ich meine, die wissen ja nicht, dass die noch was mit ihm vorhaben. Gut. Jetzt legen die Katzen los. Und jetzt gibt's quasi ganz viel, fast schon Exposition, würde ich das nennen. Und es kommt ein unfassbar langer Monolog von Luna, der auch sehr interessante, schöne Musik hat. Irgendwer hat mal gesagt, dieser Monolog klingt wie eine Traumreise. okay, das kann gut sein. Weil sie fängt so an, das Königreich auf dem Mond. Es war ein friedliches Paradies. Und dabei läuft so eine ganz langsame Musik. Muss ich mal versuchen, sowas zum Einschlafen zu hören. Ja, ich kann es dir sagen, ich habe diese Folge damals regelmäßig zum Einschlafen gehört. Das hat wunderbar funktioniert. Okay, krass. Bis dann irgendwann die Folge zu Ende war und dann einfach reingeballert wurde, dass der eine Song von den Super Moonies, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, welcher es war, Ja, gut. entweder Macht des Mondes und der haut halt ganz schön ins Ohr, ne? Das glaube ich. So, also, es gab das Königreich auf dem Mond, das wird nochmal gezeigt. Wir sehen so ein paar Szenen mit Serenity und Serenity. Und das Witzige in dieser Szene finde ich, Queen Serenity, die ältere, ist blond. Ja, stimmt, das ist so dieser Zeichenfehler, den kenne ich auch. Das war Also mir früher nie aufgefallen. Ich habe gedacht, die wäre immer weißhaarig gewesen. ja, also hier sieht man nur quasi gefühlt die untere Hälfte von ihr, aber halt noch die Zöpfe und die sind hier auch blond, was falsch ist, weil ansonsten ist sie in keiner Version irgendwo blond. Und sie ist auch ein ganzes Stück größer als Princess Serenity, ne? Jetzt frage ich mich, ist eigentlich Neo Queen Serenity auch noch größer? Also wächst Usagi noch? Also ich finde schon, dass Neo Queen irgendwie größer wirkt. Da müsste man sich mal diese eine Folge in Crystal nochmal angucken. Da sind sie gleich groß. Ah, okay. Ich hatte schon das Gefühl, dass sie hier irgendwie größer wirkt, aber vielleicht ist es halt einfach nur, um zu verdeutlichen, dass sie da älter ist. Ja, wobei, gut, doch, Usagi, denke ich mal, wächst schon, weil sie ist ja erst 14 in diesem Moment. Und mit 16 sieht sie irgendwie schon auch größer aus, finde ich. Und auch dünner. Noch Ja gut, dünner. die werden immer dünner, das stimmt. Und haben immer längere Beine. Es ist Wahnsinn, wenn man sich das mal so anguckt. Wobei, da toppt ja nichts den Manga, da haben die ja so Ja. Bleistiftbeine, ne? Ja, das ist halt Naokos Style, so mega dünn und richtig fliegende Haare. Ja, aber ich meine, diese ultralangen Beine sind ja auch ein extremes Schönheitsideal in Japan, soweit ich weiß. Ja, ich glaube auch, aber Also, bei uns auch. witzig ist, selbst meine Mutter, die eigentlich überhaupt nichts mit dem ganzen Thema anfangen kann, und auch japanische Animationsfilme grundsätzlich und immer scheußlich findet und diese großen Augen auch hasst wie die Pest. Das ist das Einzige, womit sie immer kommt, die Riesenaugen, die sie furchtbar scheußlich findet. Also selbst die kennt den Begriff Manga-Beine. Okay, krass. Also es muss schon was dran sein. Und sie weiß, glaube ich, nicht mal, was Manga sind, aber sie kennt den Begriff Manga-Beine. Ich weiß gar nicht, ob meine Eltern das wissen, aber wahrscheinlich nicht. Aber So. naja, interessant. Ich hoffe, dass sie dieses Video nie sieht, weil jetzt klingt das so, als wäre sie blöd. So, Luna und Artemis erzählen weiter die Geschichte vom Mond. Irgendwann ergriff dann das Böse Besitz von der Erde. Und da frage ich mich, oder ich frage dich, wie ist das denn passiert? Was ist da los gewesen? Hä, wie meinst du jetzt? Ach so. Es war halt so, dass das Dark Kingdom, also ja, Beryl und Metalia haben halt den Leuten eingeredet. Im Manga zumindest war es der Grund, dass halt der Mond die Erde angeblich beherrscht und kontrolliert. Also es ist halt so, dass der Mond quasi so ein bisschen auf die Erde aufpasst und denen hilft, aber laut Beryl und Co. kontrollieren die und sind total schlecht und die sind halt auch irgendwie neidisch auf den Silberkristall, denn die Mondbewohner haben durch den Silberkristall ein langes Leben. Und ja, die hat denen halt sowas eingeredet und dann sind die Erdbewohner da auf den Mond losgestürmt und waren sauer und wollten das Mondkönigreich stürzen. Und wir sehen später eigentlich, wie das vonstatten gegangen ist. Und das war jetzt gar kein langer Kampf oder so, also zumindest im Anime nicht. Sondern im Anime sehen wir später, Metallia ist einfach gekommen und hat in einem Handstreich alles kurz und klein geschlagen. Okay, krass.
Also es gibt dann einmal so diesen Blitz, der auf das Mooncastle einschlägt, dann ist alles in Trümmern und dann kämpfen die Senshi und Queen Serenity kämpfen eigentlich nur noch um die Trümmer. Ja gut, und wahrscheinlich auch um ihr Leben. Ja, das auch. Aber es ist eigentlich, es ist am Ende eigentlich nichts mehr da, was man noch verteidigt, außer sich selbst. Ja, was dann nicht ganz so mit etwas zusammenpasst, was wir im Manga im Infinity Arc erfahren. Ja, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, das führt zu weit. Jedenfalls, was passiert ist, Dimion hat auf Seiten der Mondbewohner gekämpft, wobei besonders viel gekämpft hat er nicht, zumindest nicht im Anime, weil in kürzester Zeit war er ziemlich tot und Serenity auch, also die Prinzessin. Genau. Im Anime wird gar nicht klar, woran die beiden eigentlich gestorben sind, ne? Ja, wahrscheinlich halt einfach irgendwie Metallia oder irgendein anderer Feind. Also es wirkt so ein bisschen, als seien die an diesem ersten Blitzschlag oder so gestorben. Ja, war es nicht irgendwie, dass Endymion also nach... Ich erinnere mich an eine Szene, an der Endymion irgendwie so nach oben gezogen wird, Serenity springt so hinterher, greift noch seine Hand und dann werden die so auseinandergerissen durch irgendeinen Blitz oder sowas und fliegen auseinander und dann war es das schon. Und genau. Genau, und dann sind sie tot und dann werden sie irgendwie wieder von irgendwas nach oben gehoben. Von so einer unsichtbaren Macht. Von Beryl scheinbar. Also Beryl steht da jedenfalls dann zumindest. Okay. Ja, stimmt. Die Szene gibt's auch in Crystal in dem Musikvideo, glaube ich, zum Moon Pride. Da gibt's diese Szene auch, wo die so die Hand nehmen und dann werden sie auseinandergerissen. So. Im Manga sind sie dann etwas dramatischer zu Tode gekommen. Beziehungsweise, wie das genau passiert ist, wissen wir auch nicht, oder? Ich weiß wissen halt nur, dass Endymion irgendwann tot war und dann hat sich Serenity selbst das Leben genommen, ne? Genau, also in La Reconquista ist es da so. Da wollte ich gerade auch drauf kommen, dankeschön, dann erzähl du es. Dass Endymion sich vor Serenity schmeißt, weil Beryl will halt gerade Serenity umbringen. Endymion schmeißt sich davor. Dann ersticht Beryl halt aus Versehen Endymion, den sie eigentlich liebt, und ist selber so ein bisschen geschockt und Serenity ist furchtbar traurig und ja, rammt sich das Schwert rein. Die Szene ist in La Reconquista auch wunderbar, weil es ist halt vollkommen still und alle gucken nur schockstarr, was da gerade passiert. Ja, es ist wirklich eine traurige Szene. Und ja, Serenity begann halt Selbstmord. Nicht mit dem heiligen Schwert, oder? Es war ein Schwert. Aber es war nicht das heilige Schwert. Also im das Anime sowieso nicht, weil im Anime kommt das heilige Schwert ja gar nicht vor. Das weiß ich nicht. Also im Manga gibt es noch so ein besonderes Schwert des Mondkönigreichs, aber im Anime hat das keine Bedeutung. Ja, dann war es wahrscheinlich einfach nur irgendein Schwert, weil ich glaube, da lagen bestimmt genug rum. Jedenfalls, so sind die beiden dann zu Tode gekommen und das war der Grund, warum Queen Serenity, also die Ältere, hat danach den Silberkristall genommen und das Böse verbannt. Genau. Und damit wurden erstmal... Also sie konnte das Böse aber nicht ganz verbannen, weil, wir wissen ja, der Silberkristall richtet sich nach der Kraft des Herzens. Und weil sie gerade ihre Tochter verloren hatte und ihr ganzes Königreich, na gut, war sie mental ein bisschen angegriffen. Dezent. Und damit wurde dann aber auch dieses Gesetz aus der Anime-Version geschaffen. Wenn der Silberkristall, also die Kraft des Silberkristalls vollständig freigesetzt wird, muss die Benutzerin sterben. Genau. Das ist auch nur im Anime so, ne? Ja, das stimmt. Aber war das wirklich so, dass irgendwie, dass sie das Böse nur deshalb versiegeln, also nur deshalb nur versiegeln und nicht vernichten konnte, weil sie so angeschlagen war mental? Das habe ich nie so rausinterpretiert. Im Anime wird das auch nicht gesagt. Das habe ich jetzt aus dem Manga. Ach so. War das da wirklich so? Das weiß ich gar nicht mehr. Also ich habe das nicht so interpretiert. In La Reconquista sagt sie das. Ach so. Langsam komme ich echt durcheinander mit den ganzen Versionen. Also ich kann mich daran nicht mehr erinnern, dass das so gesagt wird. Ich weiß auch gar nicht, warum. Aber es wurde halt jetzt nur versiegelt und nicht vernichtet. Und dann, weil sie halt den Silberkristall eingesetzt hatte, musste sie leider sterben. Aber sie hat quasi ihre letzte Kraft auch nochmal dafür verwendet, dass alle anderen wiedergeboren werden in einer späteren Zeit auf der Erde. Beziehungsweise also die einzigen, die diesen Konflikt letzten Endes überlebt haben. Also die, nachdem alles vorbei ist und kurz bevor der Silberkristall eingesetzt wird, die einzigen, die da noch leben, sind Luna Artemis und Beryl. Ja, stimmt. Und natürlich Queen Serenity,
Dann zündet sie den Silberkristall, stirbt selbst. Beryl wird wegversiegelt und Metallia auch. Und die einzigen Überlebenden sind die beiden Katzen. Weshalb die werden auch in so Gefäße gesteckt und ihre Erinnerungen werden, ja, nicht gelöscht, aber halt so eingefroren, nenne ich es jetzt mal. Und dann wurden die auch auf die Erde geschickt, in so einem Schlaf. Genau, also die Katzen sind im Grunde die einzigen, die gar nicht gestorben sind, sondern, also gar, ja, dementsprechend auch nicht wiedergeboren wurden, sondern danach auf die Erde geschickt wurden. Jetzt wird speziell in dieser Folge die Theorie geäußert, dass das Ziel von Queen Serenity eigentlich war, dass die Senshi auf der Erde ein ganz normales Leben führen. Das behauptet ja zumindest Luna. Weil die auch in eine sehr friedliche Zeit hineingeboren wurden. Und dann frage ich mich, haben sie die Katzen quasi dahin geschickt, damit die so ein bisschen ein Auge drauf haben? Ja, ich denke schon. Aber ich meine, und damit sie... Ja gut. Ja, stimmt. Weil da bin ich jetzt gerade auch drauf gekommen. Ich dachte halt, damit die aufgeweckt werden können, die Senshi. Allerdings, wenn es so eine friedliche Zukunft sein soll, bräuchte man das ja gar nicht. Ja, aber deswegen Serenity, also Queen Serenity hat ihrem eigenen Zauber da wohl nicht ganz vertraut und vorsichtshalber die Katzen als Verstärkung geschickt. Also wahrscheinlich halt einfach, dass sie da mal gucken und im Notfall dann die Senshi wieder erwecken können. Aber ich glaube halt einfach, dass es da nicht wirklich so eine komplett friedliche Zeit irgendwie gibt, die man da jetzt irgendwie überleben könnte. Weil wir sehen ja, es kommen immer wieder irgendwelche Bösewichte und das wird auch wahrscheinlich nie aufhören. Und wir wissen auch im Manga später, warum. Okay, davon ab, Luna sagt, ihr seid ja in eine sehr friedliche Zeit hineingeboren. Guckt euch unsere Welt mal an. Und wenn ihr jetzt nicht gerade in der ersten Welt aufgewachsen seid, so wie wahrscheinlich alle, die hier zuhören, aber guckt euch mal den Rest der Welt an. So unglaublich friedlich ist das eigentlich nicht. Nee, aber wie schon gesagt, das war nie irgendwie weltfriedenmäßig. Ja, bis dann irgendwann Neo Queen Serenity das Ruder übernommen hat, ne? Ja, aber das dauert dann ein bisschen. Dafür muss sie halt schon früher geboren worden sein, damit das passieren kann. Aber jedenfalls stimmt, jetzt frage ich mich gerade, was war denn dann eigentlich davor? Weil anscheinend wurde dann irgendwie die Welt neu gestartet oder. Auf jeden Fall war ja vor der Senshi-Wiedergeburt auch eine Zeit und da war ja dann anscheinend nichts. Also, das ist jetzt so ein bisschen Interpretationssache. Es wird im Manga ja gesagt, dass Sailor Saturn das Silver Millennium ausgelöscht hat durch das Senken der Silence Glaive. Was irgendwie nicht so ganz passt, weil das war ja eigentlich Beryl und Co., aber ja, das verstehe ich selber noch nicht so 100%. Ja, vermutlich quasi nachdem alles schon beendet war, hat sie dann mit die Silence Glaive gesenkt und den Trümmerhaufen noch in die Luft gejagt, sozusagen. Also quasi das zu Ende beendet, damit es einen Neuanfang geben kann. Genau, und das wird jetzt nicht eindeutig gesagt, aber ich vermute, dasselbe hat sie auch mit der Erde gemacht. Und dann startete quasi die gesamte Evolution der Erde neu. Ja, das habe ich auch so verstanden. Und deswegen gab es halt diese Zeit. Und irgendwann werden dann, also die Seelen der Senshi liegen quasi auf Reserve. Oder, noch besser, sie werden vorher einfach schon zigmal wiedergeboren, aber einfach nicht aktiviert, weil sie nicht gebraucht werden. Oh mein Gott! Fun Fact, in einem der Musicals gibt's eine quasi Rückblende ins mittelalterliche Japan und da sehen wir quasi so Vor-Inkarnationen der Senshi und auch von Mamoru, die da so als Samurai, so Ninjas und so ein Krams rumlaufen. Ja, passt ja. Wie gesagt, sie werden einfach vorher nicht aktiviert, weil sie nicht gebraucht werden, um eine übernatürliche Bedrohung zu bekämpfen. Also das ist jetzt natürlich halt nur so, ist halt natürlich jetzt nur so eine Comedy-Szene in einem der Musicals, aber es wäre eine Erklärung. Weil ich dachte mir halt gerade schon so, warum wurden die dann denn nicht schon früher geboren, wenn da früher anscheinend nichts passiert ist? Also wenn das dann friedlich war bis zu dem Zeitpunkt, aber ja, weil sie nicht gebraucht wurden, bis eine gewisse dämliche Archäologin die Ruinen des Dark Kingdom gefunden hat. Ja gut, eben. Also die wurden dann quasi schon vorher immer mal wieder irgendwie geboren und ja.
kompliziert. Wirft dann die, also es funktioniert nicht ganz, weil dann fragt man sich, warum. Ja gut, wahrscheinlich haben die Katzen dann nach jeder Wiedergeburt wieder nach den wiedergeborenen Senshi gesucht und sie dann irgendwann halt auch aktiviert, weil dann Ja, gab es aber plötzlich Probleme. Die Frage ist halt, ob die denn da überhaupt suchen mussten, wenn es ja keine Bedrohung gab, weil es klang ja jetzt für mich so, als hätte Luna Usagi gesucht, weil jetzt das Dark Kingdom wieder auf dem Plan stand. Ja gut, jetzt mal Theorie. Wenn ich jetzt Luna wäre und ich weiß, es könnte was prinzipiell schief gehen, dann will ich lieber wissen, wo mein Ass im Ärmel für den Notfall ist. Ja, das stimmt schon. Ich weiß schon genau, warum ich für diese Folge extra viel Zeit eingeplant habe. Ja, stimmt, wir schweifen total ab. Sorry, Leute, aber wir hoffen, es ist interessant. Ja, ich meine, es war genau so gedacht. Also genau deswegen Ja. habe ich ja nur eine Folge für diesmal. So. Das sollte dann erstmal zu der ganzen Mondgeschichte gewesen sein. Und Luna schließt, nee, Artemis schließt dann mit dem Satz: Und ihr seid jetzt also die wiedergeborenen Kriegerinnen, die damals gekämpft haben. Und dann meint irgendeine von denen, ja, so sind wir quasi so Aliens vom Mond. Und dann Minako so, nö, ihr seid Menschen, die jetzt hier auf der Erde wiedergeboren wurden und deshalb sind eure Eltern auch eure richtigen Eltern. Ich habe in einem anderen Podcast mal die Diskussion gehabt, wie gut das eigentlich ist, dass Mondbewohner in Menschen reinkarniert werden. Wieso? Das finden, also einige Fans finden das anscheinend nicht ganz so geil. Sind da so ein bisschen der Meinung, dass das so eine Art Invasion wäre. Ich finde das total seltsam, aber gut. Okay. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, weil die wollen ja nichts Böses, die wollen ja die Erde beschützen. So, jetzt werden wir mal wieder ein bisschen astronomisch. Ja. Zum Thema Mond und Erde. Aller Voraussicht nach hat zumindest der Mond dafür gesorgt, dass das Leben in seiner heutigen Form entstehen kann, weil er die Tage deutlich verkürzt, verlängert hat. Ui, krass. Und dadurch, dass er ständig die Meere bewegt. Das ist interessant. Also der Mond rührt ja quasi permanent die Meere durch. Ja. Und dadurch, also ohne den Mond würden gewisse biologische Abläufe nicht funktionieren. Das Leben an sich wäre wahrscheinlich trotzdem entstanden, aber anders. Cool, danke Mond. Weil ohne den Mond hätten wir, glaube ich, nur einen Tag, der irgendwie, glaube ich, nur 7 Stunden lang wäre. Und das wäre nicht ganz so gut für höhere Lebensformen. Nein, das stimmt. Außerdem ist der Mond absurd groß. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Ich glaube nicht im Podcast. Der Mond der Erde ist für das Verhältnis der Erde viel zu groß eigentlich. Okay. Der Astronom Harald Lesch hat das mal so schön formuliert: Die Erde hat einen Mond, der ihr dienstgradmäßig gar nicht zusteht. Weil die Erde halt eigentlich viel zu leicht ist, um so einen großen Mond zu haben. Solche Monde haben normalerweise nur Planeten wie Saturn oder Jupiter. Wo der Mond herkommt, ist eigentlich gar nicht einwandfrei geklärt, soweit ich weiß. Auf jeden Fall haben wir ihn und ich finde das ganz gut. Ich auch. Danke, Mond. Das machst du gut. Mach deinen Job weiter. Er entfernt sich tendenziell von der Erde. Ja, gut. Also ich glaube irgendwie, ich habe mal gelesen, in 3 Millionen Jahren oder so ist der Mond weg oder so. Oder Okay. noch größer, oder vielleicht 1 Milliarde Jahre, aber er wird langsam weggezogen, weil er von schwereren Objekten angezogen wird und die Erde ihn nicht halten kann. Ja, gut. Aber ein bisschen bleibt er noch da. Ja, also er bleibt noch so, also er ist jetzt nicht morgen weg, also er hat es nicht so eilig. Ja, dann, wie du schon sagtest, Venus kommt dann damit, ja, eigentlich sind wir aber ganz normale Menschen und unsere Familien sind auch unsere wirklichen Familien, also das ist keine Täuschung, das ist alles gut so. Jetzt musste Und ich an Assassination Classroom denken. der ist wirklich weg. Ja, so drei Viertel schon. Ja, gut. Ja, gut, machen wir weiter mit der Folge. So, und jetzt wird halt, genau, jetzt gibt es so einen seltsamen Dialog, weil jetzt wird gesagt, ja, wir müssen den Silberkristall beschützen, weil solange der nicht sicher ist, gibt es keinen Frieden auf der Welt. Und dann sagt Ray den Satz, also alle sagen was Zustimmendes und Ray sagt, das verstehe ich nicht. Guckt Okay. dabei aber und bewegt sich, als wollte sie eigentlich zustimmen. Strange, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Satz im Japanischen vorkam, aber wie schon gesagt, ich weiß jetzt auch nicht jeden Wortlaut.
Also ich glaube, es hätte eigentlich heißen sollen, dass sie sagt, das verstehe ich, und das nicht ist einfach irgendwie eine falsche Aufnahme, die dann da reingerutscht ist. Komisch. Und ja, alle sind quasi zuversichtlich, dass sie diesen Kampf bestehen werden, außer Usagi, also außer Sailor Moon. Ja, die meint jetzt nämlich, sie möchte nicht mehr kämpfen. Alle anderen sind voll geschockt und sie sagt so, nein, ich möchte eigentlich ein ganz normales Leben sein, ich kann jetzt einfach nicht mehr kämpfen. Und sie meint auch, sie will quasi nicht mit ansehen, wie den anderen das gleiche passiert wie jetzt Tuxedo Mask. Genau, das ist der Hauptgrund. Und das, ja. Im Moment ist es tatsächlich der Hauptgrund, dass sie nicht sehen will, wie die anderen sterben. Das finde ich auch super verständlich, aber alle anderen in diesem Anime anscheinend nicht. Und sie will keine Prinzessin sein. Das wird sie ist ja nur Usagi Tsukino. Genau. Und Luna ist dann völlig entsetzt und fragt mit so einer total entsetzten Stimme, als hätte sie ihr gerade erklärt, dass sie nie wieder was essen will oder so. Bist du sicher? Der Einzige, der hier ein bisschen Verständnis zeigt, ist Artemis. Artemis ist toll. Weil nachdem Usagi quasi ihren kleinen Ausbruch hat und, ja, genau, zwischenzeitlich wird sie von Rei, kommt das hier schon, dass sie geohrfeigt wird? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also in der Folge kommt es auf jeden Fall. Ich glaube, das kommt auch an dieser Stelle. Ich verstehe nicht, was die anderen so schockt. Ich meine, ja, natürlich muss Usagi kämpfen, aber es ist doch vollkommen verständlich, dass sie das nicht will. Ja, oder ich nicht? Ich sehe es gerade, also Rei, also alle sind geschockt und Rei reagiert sogar damit, dass sie eine schallende Ohrfeige verpasst. Boah, das ist so ein typisches Anime-Klischee. Wenn irgendwer rumheult, gib ihm eine Ohrfeige und er kriegt sich wieder ein. Das ist ein total dummes Klischee. Und das kommt auch in dieser Staffel nochmal. Ja, aber hier macht Sinn, weil natürlich Rei auch neben sich steht, weil sie ja damit rechnen muss, dass ihr geliebter Mamoru tot ist oder zumindest schwer verletzt irgendwo gefangen. Ja, aber ist schon trotzdem verständlich, dass sie auch nicht ganz bei sich ist, ne? Ja, ja schon, aber ich find's halt trotzdem hier ziemlich scheiße von Rei und dass halt einfach niemand Usagi irgendwie verstehen will. Ja doch, weil ich meine, dass außer Artemis. Ich meine, dass die wenigstens sagen, okay, Usagi, du musst, wir verstehen, wie du dich fühlst, aber du musst halt trotzdem kämpfen, aber alle so, was, spinnst du, du willst nicht kämpfen? Wie kann man denn nur nicht kämpfen wollen und alle seine Freunde sterben sehen wollen und immer in Gefahr sein und, Weißt du eigentlich, wer als Einzige gar nichts zu dem Thema sagt? Wer denn? Army. Ja gut. Also sie ist vielleicht. Ich glaube, Army ist sich auch nicht ganz sicher, weil Army ist ja normalerweise gerne mal auf Usagis Seite. Aber hier ist sie wahrscheinlich selbst, abgesehen davon, dass sie sehr beschäftigt damit ist, den Ausgang zu suchen. Ja. Ist sie, glaube ich, auch einfach nicht sicher, auf welcher Seite sie jetzt stehen soll, weil Recht haben schon auch die anderen irgendwo. Ja, also kann ich mir auch vorstellen, dass sie wahrscheinlich irgendwie genauso denkt, aber halt weiß, dass sie halt alle weiterkämpfen müssen und deshalb nicht so ganz sicher ist, was sie jetzt sagen soll. Und ich verstehe aber auch die Reaktion von Mars, also von Rei, dass sie Usagi jetzt ohrfeigt, weil das ist ihr Charakter. Wenn ihr was so ganz gegen den Strich geht, dann reagiert sie aggressiv. Das ja, aber ist, das finde ich jetzt schon krass. Was aber ich krass halt so finde, dieses was ich krass finde, ist, dass ab an dem Punkt hätte eigentlich irgendeiner, so beispielsweise Jupiter oder auch Venus sagen müssen, Rei, Moment, jetzt übertreibst du aber. Das hätte aber das da eigentlich tun sie kommen ja nicht. Müssen. Nee, das ja, tun genau. sie nicht. Der Einzige, der das tut, ist Artemis. Das stimmt. Und dann haben sie den Ausgang, also Army hat den Ausgang gefunden und dann kommt Kunzeit und will angreifen. Und alle sind sich einig, ja, wir beschützen jetzt die Prinzessin und die Frontkämpfer sozusagen sind Makoto und Minako, also Venus und Jupiter. Die wären jetzt nicht meine Wahl für die erste Reihe. Warte mal ganz kurz. Ich hab mir noch aufgeschrieben, dass Rei sie im Original als Waschlappen beleidigt, was ich dann schon so ein bisschen krass finde, so die ganze Kombi, dass sie halt das nicht nur macht, um sie zur Vernunft zu bringen, sondern auch so sagt, so nach dem Motto, sage, du bist so dumm, du kannst nix. Ja, im Deutschen sagt Rei nur, sie ohrfeigt sie halt und sagt dann, ja, du bist ein feiger Schwächling, das wiederholt sie dann noch zweimal. Ja, also, genau. Sowas ähnliches halt auch. Fängt dann selbst an zu heulen, was zumindest, also vom Voice-Acting her, sehr überzeugend klingt, weswegen ich diese Szene von Rei also eigentlich auch weitgehend verstehen kann. Ja, schon, aber find's trotzdem ziemlich doof von ihr. So,
Und dann haben wir gesagt, genau, finden sie den Ausgang, also Army findet den Ausgang, dann kommt Kunzeit und eröffnet quasi den Kampf. Und jetzt wollen alle kämpfen, außer natürlich Usagi. Genau. Wobei Usagi ja auch eh nicht viel machen kann, weil das die einzige relevante Waffe, die sie jetzt noch hat, ja gut, sie könnte noch den Mondstein werfen. Oder das Mondzepter hat sie ja auch. Ja, aber damit kann sie im Moment, außer Healing Escalation, die ja gegen Kunzeit eigentlich nicht viel bewirken sollte, kann sie ja damit nicht viel machen. Ja, okay, gut, das stimmt. Also, genau, also jetzt die erste Reihe für den Kampf gegen Kunzeit bilden Venus und Jupiter. Wäre jetzt nicht unbedingt meine Wahl. Wen hättest du denn genommen? Also Jupiter, klar, das wird, glaube ich, jeder machen, weil sie ist Badass. Ich hätte Mars mit in die erste Reihe gestellt. Okay, warum? Weil Mars einfach bissiger kämpft. Ja gut, stimmt. Allerdings ist die halt jetzt auch ziemlich neben der Spur. Das auch wieder, ja stimmt, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ja, stimmt. Also es geht damit los, Minako will eigentlich alleine kämpfen, also Venus will alleine kämpfen. Was irgendwie interessant ist, weil sie hat ja mit Kunzeit auch ihren Gegenpart bei den Shiteno vor sich. Stimmt. Das wollte ich auch noch irgendwann mal erwähnen, dass es eigentlich in jeder Staffel so ist, also oder in dem Arc im Manga, dass jeder Senshi einen Bösewicht-Gegenspieler hat. Das ist auch dann später bei den Witches 5 und bei den Schwestern des Bösen. Und hier sind es halt die Shiteno, aber ja, zumindest in Crystal und in manchen Musicals haben die halt da eine Liebesbeziehung und im Anime und im Originalmanga halt nicht. Ja, in den Musicals wird es ja oft so gemacht, dass tatsächlich sogar alle Shiteno eine Beziehung mit ihrem jeweiligen Gegenpart haben, ne? Ja, in manchen ist es halt nur einer, aber... Also in La Reconquista ist es, glaube ich, nur Zeuside und Mercury, ne? Ja, und im allerersten waren es Minako und Kunzeit. Ich habe übrigens in einer der letzten Folgen was Falsches gesagt. Da habe ich gesagt, Zeuside wäre der Ritter der Reinheit und Intelligenz. Ist leider falsch, das wäre Nephrite gewesen. Okay. Ja gut, dann passt doch nicht so gut zu Army. So. Genau, also Minako will alleine kämpfen und Jupiter kommt sofort, ja, nee, ich helfe dir aber auch und die anderen sollen die Prinzessin in Sicherheit bringen, was sie nur leider nicht tun. Tja. Weil sie stehen da einfach hinter und sind entsetzt, mehr tun sie nicht. Dann will Mars halt mit eingreifen, was auch nicht so viel bringt, weil Kunze halt still OP. Genau, da feuert er irgendwie so Blitze ab, die Senshi so elektroschocken, dass sie sofort ohnmächtig werden. Ja, beziehungsweise er nimmt die Attacken, die auf ihn abgefeuert werden, formt die zu so einer Kugel und schießt dann so eine Art Explosion zurück, die auch immer das gleiche Element hat. Deswegen hat der erste Angriff von Kunzeit auch mit Elektroschocks, weil er den Supreme Thunder eingefangen hat. Ach so, ja, okay, es kann sein. Der zweite, den er abfeuert, ist halt nur die Fire Soul und deswegen ist es auch nur ein Feuerball, den er ausbreitet. Ach, okay, gut. So, Mercury darf nicht mal eine Attacke abfeuern, die wird einfach so ausgenockt. Tja. Und jetzt kann halt jetzt auch noch nicht so viel machen. Jetzt haben wir die Situation, alle Senshi liegen am Boden, wir haben nur noch Sailor Moon. Und hier möchte ich auch noch was erwähnen. Nämlich gibt es eigentlich fast die gleiche Szene oder halt eine sehr ähnliche Szene auch im Manga, aber später. Und zwar nicht mit Kunzeit, sondern mit jemand anderem als Gegner. Und da ist es halt auch so, dass sämtliche Senshi halt vor Sailor Moon ausgenockt werden, die nicht kämpfen will, zwar aus einem anderen Grund, aber sie will halt nicht kämpfen. Und erst als quasi alle down sind, in dem Fall auch Luna, erst dann kämpft sie. Und hier ist es halt sehr, sehr ähnlich und ich glaube, das ist daran angelehnt, weil das kommt, glaube ich, schon in der nächsten Folge oder so. Im nächsten Kapitel. Hilf mir mal, ich erinnere mich an so eine Szene, in der Geheimbasis. In der Geheimbasis. Ach so, ja. Ja. Hm. Wo doch Jupiter manipuliert wurde und sowas. Ja, 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 das ist eh eine sehr... Ja, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich weiß ja auch, wer der Gegner ist, okay. Ja, genau. Können wir das sagen oder besser nicht? Ich glaube, wir spoilern hier eh schon total viel. Ja, aber was ich jetzt finde, also alle Senshi liegen am Boden, Usagi, es steht noch und... Was jetzt kommt, ist so ein kleines Foreshadowing auf das Finale. Nur da wird es ein bisschen drastischer ablaufen. Weil die liegen da jetzt alle und sprechen ihr Mut zu. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Und ja, jetzt will sie natürlich ihre Freundin und vor allem Tuxedo Mask verteidigen. Selbst dessen Stimme hört sie dann, obwohl der eigentlich nicht mit ihr sprechen kann. Und der sagt jetzt, benutze den Silberkristall. Und Kunzeit ist unbeeindruckt und will weiterkämpfen. Aber...
Ja, sie sagt es jetzt nicht, aber die Attacke, die sie ausführt, ist eigentlich die starke Moon Healing Escalation, ne? Das kann gut sein. Also sie sagt den Spruch nicht, aber das, was die Attacke macht, ist eigentlich genau das. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, also es gibt, es werden diese pinken Strahlen auch so wie Sonnenstrahlen davon losgeschickt und breiten sich so aus. Und verwandeln jetzt auch diese ganze, nee, verwandeln nicht, sondern legen diesen Turm, diesen Dämonenturm, der ja aus dem Starlight Tower wurde, einfach in Trümmer. Also er wird nicht zurückverwandelt, er wird wirklich zerstört. Weil das ist aber eigentlich nicht die Moon Healing Escalation, oder doch? Ich weiß nicht. Also einige Sachen macht die im Zweifelsfall auch kaputt. Also, oder vielleicht haben sie halt nicht aufgepasst, aber die Attacke sieht halt aus wie die Moon Healing Escalation. Okay, das kann sein. Und Kunz halt muss sich zurückziehen. Und dann haben wir noch eine Szene mit Mamoru, der in so einem komischen Bett liegt und über ihm flackert so dunkle Energie. Und Beryl redet auf den bewusstlosen, träumenden Mamoru ein, dass er doch die Prinzessin endlich vergessen soll. Okay, interessant. Ich wusste gar nicht mehr, dass wir da doch so ein bisschen Beryl und Endymion haben. Ja, aber hier wird halt angedeutet, dass das Ganze Metallias Plan ist und Beryl führt das nur aus. Ja, das ist alles sehr seltsam. Also hier wird keine Beziehung angedeutet an dieser Stelle, sondern sie will ihn einfach nur ja, böse machen, auf ihre Seite bringen und ihn dann einsetzen als Krieger. Ja, okay, gut. So, dann gibt es diese Szene, die Sonne geht auf, also diese ganzen Ereignisse haben wohl im Verlaufe einer Nacht stattgefunden. Und die Senshi stehen jetzt in den Trümmern des Starlight Towers. Die Sonne geht auf und Usagi schickt so einen gedachten Dank in Richtung Tuxedo Mask. Und dann wird die Frage gestellt, wir werden also weiterkämpfen und Usagi stimmt zu. Und Luna sagt, ja, damit wäre der erste Schritt ja getan. Ja. Und damit endet diese wunderschöne Folge auch schon. Was heißt schon? Irgendwie, also die Folge ist so lang wie alle anderen, aber ich habe immer das Gefühl, da steckt einfach dreimal so viel Handlung drin. Das stimmt, die ist wirklich jetzt krass, wie man auch an der Zeit auch schon sieht, aber wir sind ja auch ausgeschweift. Ja, das war ja auch geplant. Das war ja Genau. bewusst und absichtlich. So, am Ende nochmal sagt Artemis. Und du hast dich sehr gut bewährt, Usagi. No. Luna lobt sie nicht. Siehst du, Artemis ist toll. Ich habe das immer gesagt, Artemis ist die bessere Katze, aber er ist kein Siegertyp. Ja, aber ich finde ihn trotzdem super. Ich finde ihn auch super, also ich mag ihn lieber als Luna. Ich mittlerweile auch. Ja, dann würde ich sagen, Bewertung. kommen wir mal zur Punktevergabe. Wie viele gibst du denn? Also so spontan nach der Folge habe ich mir hier auch 4 aufgeschrieben, aber 5 wird auch gehen. Okay, also ich gebe dieser Folge 6 von 5. Tu das. Also das geht nicht, ist schon klar, sie kriegt 5, aber es ist wirklich, also es ist eindeutig eine der allerbesten Folgen in meinen Augen. Ja, also jetzt, wo wir so darüber geredet haben, würde ich auch 5 sagen. Und wo wir jetzt dabei sind, Win und Fail, ich konnte mich da überhaupt nicht durchringen, bei dieser Folge sowas zu vergeben. Ich habe jetzt schon jemanden halt aufgeschrieben. Und zwar Win halt Usagi, also Sailor Moon, die sich halt ja dazu aufgerafft hat, doch zu kämpfen und die jetzt diesen Entschluss gefasst hat. Und Fail, Beryl, ich weiß gerade gar nicht mehr warum. Ja, ich hatte auch am Anfang aufgeschrieben, Win, Usagi, Fail, Beryl. Dann habe ich auch. Ah, ich Dann hab. weiß wieder warum. Weil sie Zeusite umgebracht hat, was halt, wie wir schon mal hatten, saudämlich ist. Ja, aber Zeusite umzubringen ist zumindest cleverer als Jadeite umzubringen, weil Zeusite hat Befehlsverweigerung begangen. Das ist eine Bedrohung. Ja, okay, aber trotzdem ist es halt ziemlich dumm, finde ich. Also, wenn Zeusite einmal Befehle missachtet, dann kann es auch sein, dass er sich offen gegen sie stellt. Und das kann sie nicht riskieren. Also das ist jetzt nicht unbedingt das Allerklügste, was sie machen konnte, aber es ist zumindest nicht so dämlich wie bei Jadeite. Ja, okay, gut. Also das wäre halt jetzt mein Win und Fail, aber ich Ja, weiß nicht, eben, also. sollen wir dann eine Abstimmung machen? Du kannst ja eine machen, aber ich finde halt, außer tatsächlich. Ich hab hier erst aufgeschrieben Usagi und Beryl, dann habe ich geschrieben Sailor Team und die Bösen und dann habe ich gesagt, dann können wir es eigentlich auch lassen. Also das wäre halt jetzt so mein Ding. Ich guck dann mal, ob ich das in den Infokarten mache. Wahrscheinlich schon.
Ich würde Schreibt sagen. eure Meinung oder stimmt ab. Ja, dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Wir sehen, wir hören, was auch immer, uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat. Und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn Tuxedo Mask einen krassen Imagewechsel hat, wenn wir erfahren, wer hinter diesem Spielautomaten Kontakt steckt, und wenn wir erfahren, warum gute Prinzessinnen Frisbee spielen können sollten. Tsukino Ikariwa, eine Message.